Damit mache ich Foto und Video von dir. Wieso? Weil du total fotogen bist. Weil ich wunderschön bin. Weil du wunderschön bist. Max! Moko Poli Saccharidose. Moko Poli Saccharidose. Hast du schon mal davon gehört? Vermutlich nicht, denn MPS ist sehr selten. Und trotzdem ist MPS ein Thema, das uns alle angeht. Warum? Stellen wir uns doch mal vor, das Leben wäre ein Dessertbuffet. Und die Desserts sind die Möglichkeiten, die du hast. Die Bildung, die du bekommst, wohin du in Urlaub fahren kannst, die Hobbys, die du zur Auswahl hast. Zusammengefasst also, wie sehr du am Leben teilhaben kannst. Im Idealfall kannst du frei wählen, was du nehmen möchtest. Das hängt natürlich auch davon ab, in welchem Land du geboren wurdest, in welcher Familie und so weiter. Aber viele von uns haben schon eine große Auswahl an Möglichkeiten. Für Max sieht das ein bisschen anders aus. Denn die Symptome von Max' Erkrankung sorgen dafür, dass er sich ziemlich anstrengen muss, um auf Augenhöhe mit den anderen und auf Höhe des Buffets zu kommen. Und dabei kommt er oft zu kurz. Aber das Schöne ist, Max muss das nicht alleine schaffen. Denn wir alle können etwas tun, um für mehr Augenhöhe zu sorgen. Entweder indem wir uns auf Augenhöhe mit Max begeben oder indem wir ihm helfen, auf unsere zu kommen. Das Wichtigste aber ist, Menschen mit MPS wie Max dürfen nicht ignoriert werden, nur weil ihre Erkrankung selten ist. Hilf auch du, auf MPS aufmerksam zu machen. Fang doch damit an, indem du mehr über MPS erfährst und indem du dieses Video teilst.